Gut, aber Leute, weiter geht's heute mit FIFA und dem nächsten Spiel. Und da ist der Gegner der FC Fulham. Und ja, das wollen wir noch machen. Carabao Cup, Runde Nummer 2, 3. Ich glaube, es ist die zweite Runde. Müsste eigentlich. Moment, guck gerade. Runde 3 ist es. Und ja, auf nach Fulham. So, ich glaube, dass ich mit der Truppe ein bisschen, was heißt rotieren, ich werde nicht rotieren, aber gucken, da was ich machen kann. Kann ich mir schon wissen, der ist stärker schon geworden, der Junge. Ich glaube, der hat einen guten Sprung gemacht nach oben. Deswegen lasse ich ihn heute mal draußen. Um einfach auch mal ein bisschen den Jungen etwas eine Chance zu geben. Reed ist genauso einer. Gut, probieren wir es einfach mal. Gehen wir rein ins Match. Gobi hat von Beginn an mal ein rumänisches Top-Talent. So, okay. Und gehen wir rein ins nächste Spiel. Das ist das Spiel, auf das alle gewartet haben, dem alle entgegengefiebert haben. Das wird ein absolutes Highlight. Bleiben Sie dran. Hallo liebe Fußballfans, heute sind wir hier zu Gast im Craven Cottage. Mein Name ist Wolf Fuß und ich werde Sie mit Frank Buschmann durch das Spiel begleiten. Und auf dem Programm steht bei uns heute ein K.O.-Spiel aus diesem Wettbewerb. Fulham gegen die Football Friends. Ja, mit der Favoritenrolle ist das immer so eine Sache. Das kann natürlich auch belasten, haben wir schon erlebt. Am Ende wird der Favorit durch diese Rolle dann eher gebremst und dann kann es eine Überraschung geben. Wichtig wird sein, gut in die Partie reinzukommen. So sieht die Aufstellung von Fulham aus. Sie gehen es offensiv an. 4-5-1 heute. Ja, die haben aber auch ein bisschen durchgezogen. Wenn man da nur eine Spitze sieht, aber aus dem Mittelfeld kommt da. Aber das ist es halt. Ja, ich muss selber ein bisschen aufpassen. Wie gesagt, nach dem letzten Spiel haben wir so ein bisschen mit so Problemen bekommen. Das wird heute immer eine andere Ausnahme werden. Und vielleicht schaffen wir ja die Sensation heute gegen den FC Fulham. Und die Jungs aus London ein bisschen ärgern. Football Friends in die Partie. Und auf der Gegenseite sehen wir auch eine offensive Ausrichtung. Tatsächlich treten sie in der gleichen Formation an. Das kann was werden. Ja, Gary Webb ist hier drin auf einmal. Hat heute den Vorzug bekommen von Cunningham. Der soll heute mal zeigen, was er kann. Für eine riesige Chance für den 16-Jährigen. Thank you for attending the game at Craven Cottage today. Enjoy the match. So. Auf geht's! Los geht's! Wir können das mal ausspielen. Jeder erwartet, dass Fulham weiterkommt. Auch ich. Aber das ist doch die Möglichkeit. Vielleicht sollte die Sensation doch möglich sein. Mal gucken. Gerne. Wie gesagt, zweite Liga gegen League 2. Die Nebenleute bieten sich da schön an. Wo ihr aufgepasst habt, jetzt nicht. Die Gefahr damit vorüber. Hinter. Ja, guter Pass. Ah, das war zu. Na, ein Keeper. Auch beim FC Fulham hat sich natürlich viel geändert. In den letzten Jahren hat man auch aus der Premier League, da steht eine komplett neue Truppe auf dem Platz. Kennt ruhig da kaum noch einen von. Kerne. Aber das ist vielleicht das Gefährliche. Dass du nicht weißt, wer da auf dich zukommt. Er sieht das Foul, zeigt aber Vorteil an. Genau, richtig. Und gibt's jetzt die Führung. Genau hinschauen jetzt. So, geht er.
Und da ist der Favorit, der führt 1-0 zu Fulham. Das war, da kam überhaupt kein Zugriff auf diese Verteidigung. Klar, Michael Hector, dann kennt man natürlich. Keine Tete. Hier ist Nationalspieler Hector, klar, ehemaliger Frankfurter. Das ist so ein paar bekannte Namen schon. Aber wie gesagt, Fulham führt 1-0 und wir laufen im Rückstand, im frühen Rückstand. So, da hätten wir also Distanz hier. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Haben wir keinen Zugriff bekommen und jetzt verlieren wir so einen Ball. Also jetzt darf auf keinen Fall irgendwas passieren. Vielleicht kriegen wir es noch hin. Knocker. Geht gut dazwischen. Weg ist der Ball. Ja, das ist... Klar, Carabao, also Pokalspiele sind natürlich die beste Möglichkeit oder die schnellste Möglichkeit, ein bisschen Kohle zu verdienen. Kerne. Aber wie gesagt, vielleicht ist es sogar schon hier in Runde 3 beendet. Der Siegstag. Jawohl. Ach, Mann. Blockt den Schuss erstmal ab. Reese. Ich weiß, dass der jetzt da einer mitlaufen wollte, aber da unten muss man Knipser mitlaufen. Vielleicht jetzt nicht das 1-2. Solche Dinger musst du in so einem Spiel machen, aber es scheint wohl doch zu gehen. Tete. Sie müssen aufpassen. Ja, der Titel. Sehr Kerne. Ah. Gut und fair, das Tackling. Da kommt der Pass. Keine Abseits. Sieht nicht ungefährlich aus. Und das ist es, dein Mann. 23. Ja. Gut. Wir sehen nochmal die Wiederholung dieses Tores. Erst der Pass nach hinten und dann haben sie diese Überzahlsituation. Ah, das machen sie geschickt. Ist. Ja, wir haben ein bisschen wieder ins Spiel reingekommen und schon guckt jetzt an 1. Einseits wieder unentschieden. Der Spielverlauf ist völlig offen. Klar, vielleicht haben wir dann nochmal die Möglichkeit, mal ein bisschen das Stadion auszubauen oder ein bisschen was tun. Aber jetzt erstmal, wie gesagt, wir schauen mal, wie weit wir jetzt kommen, diese Saison. Fairer Einsatz und er kommt. Ich denke jetzt erstmal von Spiel zu Spiel. Bleibt Sieger in diesem Zweikampf. Ja, gut gelöst da. Jetzt zieht er in die Mitte. Schön vom Ball getrennt. Ja, zweimal weggeblockt. Das heißt, keine Chance, was er macht. Aber Fulham macht den Fehler. Die lassen den Ball reinlaufen. 2-1. Nachgesetzt, draufgegangen, 28. Minute oder 29. Minute und das ist ein Doppelschlag von Hut, der tatsächlich unsere Führung bringt. Wir schauen uns das Tor nochmal an. Ja, gut nachgesetzt und dann einfach mal mitgegangen, hinterhergegangen. Einfach dem Gegner mal unter Druck gesetzt und schon machen sie diesen entscheidenden Fehler. Da steht es gut zu. Jetzt steht es hier 2-1, eine enge Kiste. Ja. Ein harter Zweikampf, aber alles fair. Und jetzt vielleicht doch nochmal. Es ist frei. Hunter. Er kann abwehren, aber der Ball weiter im Spiel. Wird ja Abschluss geben jetzt. Abschluss, ja, der Ball war weg. Schade. Das wäre vielleicht möglich gewesen, da noch was zu reißen. Noch an. Noch einen dritten nachzusetzen. Aber wie gesagt, Fulham ist jetzt wieder ein bisschen unter dem Zugzwang. Frühe Stören. Und wieder ein Fehlpass. Vorne der Ball gewinnen. Aber gut verteidigt dann am Ende. Vielleicht der schnelle Ball. Jetzt. Der Führungsausschuss ist Kerne. Ballbesitz ist weg. Da ja, gut, nach mit nachsetzen. Juni. Gregory. Die Kugel ist weg. Los, ich da irgendwie so einen blöden Fehler. Und das ist genau dieser Fehler, den ich meine. Aber dieser Fehler war die gute Idee. War nicht gut in der Szene. Aber ich glaube, diese Szene wäre vermeidbar gewesen. Vielleicht ja eine kleine Unkonzentriertheit. Genau so ist es. Es war ein Fehler vom Keeper, der Gott sei Dank nicht bestraft wird. Gute Chance. Die jetzt doch mehr oder weniger
Abteil. Ich kann das sagen. Ja. Das zusätzlich zu. Fulham mit der Riesenchance im Ausgleich und oh, macht dann plötzlich das 3-1 im Gegenzug. Fulham so ein bisschen. Einen echten Vorwurf kann man der Defensive da gar nicht machen, aber das ist einfach gut gemacht. 3-1 heißt es also jetzt. Ja, was macht Fulham? Was bieten sie jetzt noch an? Was können sie jetzt noch machen? Oder geht, oder bleibt diese Sensation heute? Hier kommt die Sensation. Davis. Hallo. Könnte die Gelegenheit geben. Weltklasse rausgespielt. Gute Chance, aber kein Tor. Nicht noch und da das wird der Trainer nicht zufrieden sein. Sowas müssen sie reinmachen. Und da kommt die offizielle Nachspielzeit. 2 Minuten sind es noch. Ja, was passiert in der zweiten Halbzeit noch? Kommt Fulham noch mal ein bisschen rein in dieses Spiel oder geht das hier weiter? Schaut gut aus, aber sie 3, müssen weiter konzentriert arbeiten. Zur Halbzeit liegen sie auf jeden Fall mit 3-1 vorne. Bislang kann er sich hier nicht so zeigen, wie man das erwartet hätte. Bisher eine sehr überschaubare Leistung von genau, ihm. Genau, das ist gerade vorbei. Also, früher Rückstand und dann plötzlich das. Plötzlich drehen die Jungs auf. Aber hier nochmal andere Ergebnisse. Liverpool gegen Shrewsbury Town. Ich glaube, die spielen in der dritten Liga. Sind den 1-1. United League gegen Fleetwood Town 0-1 hinten. Tottenham führt bei Chelsea 1-0. Und Brighton gegen West Ham ebenfalls 1-0. Also da sparen sich auch nochmal ein, zwei Sensationen an. Brighton gegen West Ham und United. Aber wie gesagt, auch Liverpool nur entschieden. Aber nun ja, mal gucken, was dieser Carabao Cup jetzt in dieser Partie noch zu bieten hat, in dieser dritten Pokalrunde. Können wir unser Spiel tatsächlich hier durchziehen? Erstmal nehmen wir auf uns gucken und dann schauen. Also ein Außerspiel bei United oder sowas wäre schon geil, aber die müssen doch nicht mehr jetzt. Aber jetzt ist der Ball weg. Ja, zu Hause gegen United, so. Aber komm, vielleicht mal ganz, ganz großen rauswerfen. Aber wie gesagt, erstmal diese Runde überstehen. Kann er was draus machen? Bevor wir zu weit das denken. Könnte sein. Da ist er aufmerksam. Ruf vom Tor. So schnell kommt es an. Da hat sich nur noch die Chance auf Fulham. Wieso hat sich das ein bisschen gekommen? Die 45. Minute. Der Ball kommt rein. Und der Keeper verhindert das ganze Ding. Und da darf solche Dinger nicht passieren. Und der nächste Knöpfer da. Den habe ich schon drin gesehen. Und dann dieser sensationelle Reflex. Jetzt haben wir einen noch dran von unseren Jungs. Ecke wird kurz ausgeführt. Jean-Michel Seri. Ball wieder zurück. Die Chance jetzt. Ja, und der Keeper verhindert das nächste Gegentor. Ja, bis man wieder gelobt, Gegentor. Ja, guter Pass. Kein Abseits, weil ich glaube, das war eigene Hälfte. Das darf nicht passieren. Der Abwehrspieler hat den Ball klasse geblockt. Ecke auf der anderen Seite jetzt. Ecke kommt ins Zentrum. Gefahr bereinigt. Grüß. Klasse Vorstoß, da müssen sie aufpassen. Alles und lang. Ecke. Und nächste Ecke. Substitution for Fulham. Coming off the pitch. Number 17, Ivan Carrera. Ecke in die Mitte. Kopfballchance, aber doch deutlich vergeben. Gute Chance, aber bei Martin, ja, wenn wir Chancen haben, mache ich mir keine Sorgen, dass es irgendwie heute schief geht. Aber jetzt, aber man hat gemerkt, wie schnell Fulham auf einmal wieder vor dem eigenen Kasten auftaucht und wirklich ich 2-3 Mal Glück, das war nicht da, den Anschlusskämpfer kassiert dann. Der Transfer ist fix, er wird also bald beim neuen Club auflaufen. Gut möglich, dass das seine letzte Karriere statt. Ah, da könnte ich es machen. Das ist die Chance. Und das ist es 1-4. Und das ist dann Gary, der es tatsächlich macht. Wie gesagt, der Junge ist 16. Das Tor nochmal in der Wiederholung. Erst der gefährliche Steilpass. Und dann aus kurzer Distanz ist das stark gemacht. Da haben sie am Ende keine Lösung. Ja, er kann wirklich hochzufrieden sein. Hat seine Mannschaft richtig gut eingestellt. Neuer Spielstand jetzt also 4-1.
Oh, guter Zwischengegangen, aber dann so schnell den Ball verloren. Das war eine gute Idee. Also Fulham muss jetzt langsam ein bisschen was nachlegen, um nochmal ranzukommen. Seri. Super Einsatz, da kann er ihn stoppen. Die Chance jetzt. Robinson, Dick and Grease. Jetzt müssen wir genau hinschauen. Da geht er hin und kann den Schuss abfangen. Er verhindert und ich denke, das könnte, hätte die Entscheidung sein müssen. Ja, das ist eine interessante Lösung. Kerne. Ja, was bietet Fulham jetzt noch uns an? Gute Chance. Es bleibt gefährlich. Bisher gerade Knick. Warte mal, Matschus. Also, ja. Eckball. Sie bleibt gefährlich, dass sie mal 2-4 machen. Es wird jetzt hier gewechselt. Eine kurze Ecke. Kann er was draus machen? Macht er gut. Der Ball kommt. Den Ball hat er. Das war eine Idee für den Konter, die vielleicht nochmal auszukontern. Jetzt steht sie natürlich wieder gut hinter ihm. Elfmeter. Elfmeter und Patrick Geld. Und der fehlt definitiv im nächsten Spiel. Der hat nämlich schon Game. Blöde Aktion. Vielleicht dann nochmal die Chance so reinzukommen. Aber da ist es dann das Ende. Wilson Garrett. 2-4, okay, war noch von eingeschlagen, der tatsächlich jetzt doch schon verletzt ist, gerade reingewechselt und es ist nur 2-4 für Fulham. Plötzlich sind die Jungs wieder so ein bisschen. Da kommt nochmal die Wiederholung. Keine Chance. Eiskalt verladen. Keine Chance für den Keeper, das, der geht in die falsche Ecke und damit steht es noch 2-4. 4-2 steht es damit. Hier ist einiges los. Grease. So, die letzten 15 Minuten jetzt. Setzt sich klasse durch. Jetzt kommt der Schuss. Da verfehlt er das Tor. Sie liegen weiter zurück. Deshalb dieser Wechsel, keine Überraschung. Noch haben wir zwei vor. Auf den Rückstand reagieren. Der soll vorne rein und vielleicht noch mal was bewegen. Nein, das ist schwach. Zuspiel kommt. So, jetzt muss ich ein bisschen wechsel ich aus vor allen Dingen erstmal. So, den Jungen mal ein bisschen nochmal eine Chance geben. Ja. Kerne. Ball wird abgeschirmt. Ah. Der Ballverlust, keine gute Aktion. So ist jetzt nicht irgendwie Patrick da mal noch einen Foul ziehen, dass der noch mit Gelb-Rot am Platz geht. Weil dann plötzlich Pfosten. Minuten jetzt noch. Chance für den Konter jetzt. So, jetzt Hunter. Vielleicht mit der Entscheidung. Jetzt kann er es machen. Er kann abwehren, aber der Ball weiter im Spiel. Noch verhindert der Keeper das Ding. Aber wie gesagt, es wird weniger Zeit. 5 Minuten noch. Man führt noch mit 2. Ja, ich glaube, das könnte gelb geben. Die nächste gelbe. Das zeigt den Gelb. Kann man durchaus geben. So, dann ziehe ich auch noch kurz raus den Spieler, den Verteidiger Langley, damit ich dann bloß nicht noch eine Karte kriege. Eigentlich was anders geplant, aber da kann ich 5 haben? Kann ich mehrmals wechseln? Ne, nur dreimal. Schade. Okay, aber dann nehme ich den jetzt runter. Dann nimmt er ihn lieber runter, bevor er sich noch eine zweite gelbe abholt. Ja, und er war ja in den Zweikämpfen auch deutlich gehemmt durch die Verwarnung. Jetzt wird's gefährlich. Gefährlich. Er steht richtig und stellt so den Passweg zu. So, und jetzt könnte der die Entscheidung kommen. Der Konter bringt vor allen Dingen 1, 2. Da ist die Chance. Ende. 2, 5.
Der Underdog zieht in die nächste Runde ein. Runde 4. Hier nochmal die Wiederholung des Treffers. Ja, da das natürlich leicht. Niemand da, alles offen, ist kein Problem. Der aktuelle Stand hier noch 5-2. Da wird die Nachspielzeit angezeigt. Wir bekommen nochmal 4 Minuten. Ja, also auf jeden Fall für den Schiedsrichter. Kerne. Sehe durch das Ding, oder? Ich würde sehr pfeifen, weil die Zeit abgelaufen ist. Und das war's für heute. Sie sind also weiter. Sie ziehen in die nächste Runde ein. Runde 4. Ich kann es nicht anders sagen. Es ist eine Riesenüberraschung. Sie stehen damit in der nächsten Runde. Und ich glaube, nein, ich bin überzeugt. Es ist auch verdient. Alle, aber wirklich alle, hatten sie für den Außenseiter gehalten. Das war ihnen immer Furcht. Sie haben ihr Ding durchgezogen und sich am Ende verdient durchgesetzt. So, auf jeden Fall die Aufgabe gelöst. Genau hinschauen jetzt. So, geht er gleich gut los hier. Frühes Tor, das wird interessant hier. Und dabei ging der Gegner mit 1-0 in Führung. Und United ist tatsächlich raus. United ist tatsächlich raus. Tatsächlich mit 2-0 unterliegen die. Und sind raus und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann geht's in der Liga auch endlich wieder weiter.